Nach der Besichtigung des Inka-Museums möchten wir die riesigen Scharbilder Nazcas von oben sehen. Ein Pilotenstreik durchkreuzt unsere Pläne. Danach geht es für uns weiter nach Arequipa. Arequipa ist eine Stadt, die 700 Kilometer entfernt ist und auf einer Höhe von 2300 Metern liegt. Die Stadt ist von den Vulkanen Misti, Chachani und dem kleineren, etwas entfernteren Picchu Picchu umgeben. Der die Stadt überragende Schichtvulkan Misti ist noch aktiv. Die Herkunft des Beinamens, die weiße Stadt, mit dem sich Arequipa schmückt, rührt nicht nur von weißem Silargestein, das vulkanischen Ursprungs ist, sondern auch von der helleren Hautfarbe der früheren im Stadtzentrum lebenden spanischstämmigen Bewohner, die es dem Einheimischen verboten, in der Innenstadt zu leben. Heftige Erdbeben suchen das Gebiet häufig heim, so dass es täglich durchschnittlich bis zu 12 Erdbewegungen gibt. Am 23. Juni 2001 erschütterte ein schweres Erdbeben der Magnitude 8,4 die Region. Einer der beiden Türme der Kathedrale am Hauptplatz stürzte ein. Dieser wurde bis zum Jahre 2004 wieder aufgebaut. Die Kathedrale von Arequipa nimmt eine gesamte Seite des Plaza de Armas ein. Mit ihrem Bau wurde im Jahre 1629 begonnen. Ihre heutige endgültige Form erhielt sie aber durch den im Jahre 1844 abgeschlossenen Wiederaufbau nach einem Brand. Die Kathedrale von Arequipa ist eins von weniger als 100 Gotteshäusern weltweit, denen es erlaubt ist, die Flagge des Vatikan zu hissen. Hier wird sie ausgestellt. Die UNESCO hat die Altstadt von Arequipa aufgrund ihrer meisterhaften Verschmelzung europäischer und indigener mit Ornamenten verzierten Baukunst zum Weltkulturerbe erklärt. Die Stadt hat neben ihrem wunderschönen Zentrum und dem Plaza de Armas viel zu bieten. Die Stadt ist ein ausnahmsloses Beispiel kolonialer Ansiedlung. Die sich aus der ungünstigen Wetterlage ergebende schlechte Sicht ermöglicht keine Aufnahmen der Vulkane. Die Iglesia de la Compañía wurde für die Jesuiten zwischen 1595 bis 1698 gebaut. An der Fassade kommt es zu einer Vermischung des barocken und mestizischen Baustils. Innen können die farbenfrohen Ornamente und der mit Blattgold vergoldete Altar bewundert werden. Im Souvenirladen wird den Touristen eine immens große Auswahl an lokalen, selbsthergestellten Andenken geboten. Musik.
Mitten in der Stadt befindet sich die große Klosteranlage Santa Catalina, die von hohen Mauern umgeben ist und ihr eigenes Gassensystem hat. Die Klosteranlage ist somit eine Stadt in der Stadt. Es liegt nahe dem Stadtzentrum und wurde 1579 auf Beschluss des Rates der Stadt erbaut. Für das Kloster Santa Catalina ummauerte man kurzerhand einen 20.426 Quadratmeter großen Teil der Stadt und begründete damit eine autarke Siedlung. In Santa Catalina findet man farbenprächtige Gassen. Die sechs Gassen, die die einzelnen Innenhöfe und reich verzierten Interiöre miteinander verbinden, wurden erst 1970 der Außenwelt zugänglich gemacht. Die drei bereits vorhandenen Klöster konnten die Novizinnen nicht mehr aufnehmen. Viele der reichen spanischen Familien gaben ihre zweitgeborene Tochter für Gott und das Himmelreich ins Kloster. Die Seele und die göttliche Liebe wären das. Es wurde gesagt, dass hier bis zu 150 Nonnen zusammen mit ihren Bediensteten in strenger Klausur lebten. Alle vier Jahre wurden 8 Novizinnen aufgenommen, die eine Mitgift von mindestens 1000 Goldpesos zum Unterhalt des Klosters erbringen mussten. Erst nach einer Reform im Jahre 1871 nahm das Kloster auch Novizinnen ohne Mitgift auf. Hier sieht man englische Teppiche, spanische Seidenvorhänge, flämische Spitzentücher, gepolsterte Stiele, Damast, feines Porzellan und Silber. Das alles gehörte damals zur Ausstattung eines Klosters. Das Kloster Santa Catalina gilt als eines der wichtigsten religiösen Bauwerke der Kolonialzeit. Jetzt blicken wir mit großer Vorfreude auf unsere nächste Etappe am Colca Canyon über den majestätischen Kondore kreisen.